Sodale, und da bin ich auch schon wieder. Ich nehme gerade mal ein Schlückchen frisches Seltas. Und nein, ich bin leider noch nicht fame genug, um Sponsoren zu haben. Ich sag das freiwillig. Ich weiß, unheimlich. Sollte der Josias Hardine nicht eigentlich ein richtiger Kämpfer werden? Ich meine das eigentlich schon. Ach, der sollte doch die Armee da übernehmen. Naja, mir war so. Es ist mir eine Ehre, mein Freund. Eure Befehle? Ja! Hier Breslau, die Ecke scheine ich ein bisschen verpennt zu haben. Ich glaube, mit der verrotteten Armee hier würde ich, glaube ich, sogar trotzdem nach Krakau ziehen. Mein König! Schaden kann das garantiert nicht. Mein König! Sehen stolz in den Kampf, Herr! Attackieren den Feind, edler Herr! Ja, verrecken immer mehr. Ganz angenehm. So, ne, der Howard ist hier weiter am Bedrängen. Und damit beenden wir dann auch diese Runde. Verlassen die Armeen! Trennen die Armeen! Teilen die Streitkräfte, mein König! Die Franzosen reden mit den anderen Ländern. Aber ich finde es ja total faszinierend, dass man eine Seite auch besiegen kann, indem man einfach die gesamte Familie ausrottet. Das ist ganz schön heftig. Fiel mir gerade so ein. Sag mal, Paris ist aktuell noch die Hauptstadt, oder? Was haben denn die Russen da vor? Die Ungarn, machen da wieder Ungarn. Oh! Greifen an hier, der Hauptmann Bürder. Wie gesagt, der ist schlagbar. Aber nicht leicht. Und das ist doch die Art von Schlacht, die ihr wahrscheinlich gerne von mir seht. Zahlenmäßig sind wir leicht unterlegen. Haben eine überlegene Armbrustschützenmacht. Sollten wir uns möglichst erhöht irgendwo platzieren, falls es möglich ist. Da kommen dann auch die Katapulte nicht so gut hin, beziehungsweise Triebwerke. Und die durch den Winkel machen sie auch weniger Glückstreffer. Wisst ihr? Wisst ihr? Windows Vista. Boy. So, hier die ganzen Zwangsschwerträger. Wie gesagt, es ist beileibe nicht unsere stärkste Armee. Reihenformation, ganz genau. Sollten möglichst breit stehen, damit sie eine gute Feuerbasis haben. Ich glaube, zu Pferde sind wir den Gegnern überlegen. Zumindest das ist schon mal ein Vorteil. Spitzpferde setzen wir ein und dann kommen wir halt vor allem über die Außen, ne, mit unseren Freunden hier. Oh mein Freiwi. So, wir werden allerdings diese beiden Freibauern etwas seitlicher platzieren und hier die Spitzpfähle aufschlagen. Denn zentral brauchen wir die Spitzpfähle ja nicht so arg. Mir geht es vor allem darum, dass wir halt verhindern, dass Leute von vorne von der Seite in uns reinrennen. Ne? Das
Das gilt es zu verhindern mit den Spitzfehlen. Und dann kann man, glaube ich... Na gut, die hier müssen wir noch ein bisschen weiter rechts positionieren. Dann starten wir die Schlacht. Das Spiel sieht uns im Nachteil. Das Gute ist halt der Angriff, ne? Der läuft über Kessel. Das ist vielleicht eine ganz gute Sache. So, die Spitzpferde bleiben stehen, wo sie sind. Hier nicht. So, hier müssen sie nämlich rein durch den Kessel. Da können wahrscheinlich mit den Triebwolken einmal über den gesamten Kessel rüberschießen. Das wird interessant sein zu sehen. So, hier wird schon ordentlich geballert. Das gucke ich mir doch jetzt gerade mal genauer an. Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen sofort handeln. Positionieren sich hier irgendwie neu. Was macht die da denn? Also die Masse der Pavese Armbrustschützen wird schon ordentlich befeuert. Da liegen schon ein paar. Sowas wie leichte Rückzugsbestrebungen oder auf jeden Fall dümpeln sie da irgendwie rum. Auf wen schießen die eigentlich? Die müssen doch ewig weit schießen. Ich weiß gar nicht, dass sie das können. Ach du Scheiße, was war das denn? Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen etwas unternehmen. Ach ja. Die scheinen da vorne reinzuschießen und das relativ erfolgreich. Huh. Du kannst sie nur hinten erwischt. Lockere Einheitenformation. Damit hier kein Drama sich ereignet. Wir müssen sofort handeln. Man, diese Aussagen, wir werden angegriffen. Denken die etwa, das merken wir nicht? Wir haben doch eigens Kräfte, die sich damit befassen. Dafür, dass sie zahlenmäßig so überlegen sind, unsere Gegner, schlagen sich unsere Bogenschützen eigentlich sehr, sehr gut. Da fliehen sogar schon die Ersten. So erfolgreich schlagen sich sie denn tatsächlich. Huch, das habe ich dir noch nie gesagt.
galant zwischen den Spitzfällen durch. Oh ne, jetzt ist hier wieder der Sound in Schwierigkeiten. So, wir werden dann tatsächlich hier gleich an Munitionsmangel scheitern. Ah, da haben wir nicht mehr viele Armbrustschützen. Also den Bogenschützenkampf, in dem wir ja eigentlich unterlegen waren, scheinen wir zu gewinnen. Was ist da denn los? Warum von mir sieht er immer so hässlich? Verstehe ich nicht. Der eine Schuss hat sie gerade böse erwischt. Ihr bekloppten Hakenbüchsenschützen. Wenn die sich mal so hinstellen würden, wie man ihnen sagt, dann wäre da schon mal viel gewonnen. So, jetzt können wir wenigstens vor mit unseren mit unserer Reiterei. Der startet erstmal relativ überlegen in den Hauptteil der Schlacht, möchte ich es mal nennen. Der war auch heftig. So, dem machen wir jetzt ein Ende. Hier kommen Husaren angerannt. Und selbstverständlich. Ach, nee, komm. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Okay, es ist hier auf jeden Fall möglich zu gewinnen. Das steht, glaube ich, gar nicht mehr wirklich zur Debatte. Der General ist kein wahrer Mann. Er flieht vom Schlachtfeld. Der gegnerische Hauptmann seine Männer ihrem Schicksal. Ist bereits auf der Flucht. Wir haben ersten Feindkontakt mit den Tribok-Männern und vernichten diese effektiv. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ja, die Schlacht ist so gut ist wie gewonnen. Der Sieg unser. Das ist ganz klar. Die wird hier nicht mehr verloren. Wenn man sich hier die Horden anguckt, wie sie die Gegner verfolgen und so, das ist schon enorm. Seht! Die Feige der Feinde. Oh, jetzt fliehen sie alle. Zeit, den Angriff voranzutreiben! Ah, die Hakenbüchsen schützen, ne? Weiß nicht, die haben ja ganz gut reingeballert, aber so ein riesen Difference Maker waren die jetzt auch nicht. Naja, Schießpulver war damals ja auch noch nicht so die Überwaffe, die es später werden sollte, sozusagen. Hat aber, glaube ich, nicht viele Überlebende, diese Schlacht. Glaube ich, viele Männer gestorben. Nur sehr, sehr wenige nicht gestorben. So, alle da mal hinten in die Ecke. Der Feind ist am Boden zerstört. Ein großartiger Sieg, der nur dem mächtigsten... Heroischer Sieg. So, gucken wir uns hier doch mal die Einheitenstatistiken an. So. Oh, ganz gute Erfahrung geholt.
Auch die Leibwache von Howard Selvin, das ist auch immer sehr gut, wenn man eine starke Leibwache hat. Die können dann halt einfach extremst gut den General verteidigen. Ungarn, ha? Habt uns überfallen, das sind zu viele Männer. Das waren zu viele Männer, die mussten sterben. Ich hasse die Kerle so. Die sind einfach so nervig. Ja, der ist mir zu alt, Leute, zu alt. Mein König! Ach, hier kommt der Hauptmann Hubert, den braucht man jetzt auch nicht mehr. Heute gehen wir nicht weiter, mein König. Es ist mir eine Ehre, mein König. Bilde eine große und edle Armee, mein König. Klingt doch mal nach dem Plan. Natürlich! Hier sind wir gut versteckt, Herr. Eure Befehle? Ja! Verlassen! Wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Eure Befehle? Abrücken! Mein König! Männer, marschiert! So, ja, dann geht's dann Richtung polnische Hauptstadt. Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer. Jo. Euer Befehl? Ein Plan. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Es ist mir eine Ehre, mein König. So, wir können die Sache hier jetzt entscheiden oder wir ziehen direkt weiter in diese ungarische Metropole. Aber ich glaube, wir entscheiden lieber. Ich nehme den Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Lieber diese Schlacht Ehre um Wien, und Herr. Stärke. Wir haben. Mein König. Ja, Herr. Greifen den Feind an. So, es ist einfach hier der Knockout. Lang lebe der König! Das war's. Wir waren siegreich, mein König! Siedlung besetzen, wir sind ja nicht so. Jetzt auch König. Boah, ist ja einiges kaputt gegangen. Scheiß Diebesgilde da. Pff, was ist das für ein Saftladen? Das nennt sich dann Metropole. Na gut. Niedriger Steuersatz, aber es müsste nächste Runde alles wieder deutlich entspannter sein. Wir mussten ja halt erstmal Leute ausbilden. Ungarn und Polen, sehr gut, mussten den Mongolen nämlich den Krieg erklären wegen des Kreuzzugs. Dadurch haben wir das Ostbündnis zerschlagen. Weitere Truppen, die sie von den Ressourcen her eigentlich gar nicht aufbringen können. Der Polen sind jetzt okkupiert. Mein Sultan wünscht euch den Tod. Ich werfe eure Leiche den Hunden. Ich rede nicht mit euch, Ungläubiger. Ah, heftige Armeen. Marschiert auf jeden los! Fall. Lasse die Truppen ausruhen. Jasper Knight ist ein gnadenloser Anführer geworden. Ah, das Leben da zwischen den Kerlen da, zwischen den ganzen Ketzern, macht wahrscheinlich hart. Ja! Ah! König. Ich muss mir mal merken, dass das nichts bringt da mit dem Gesamtanklicken da. So, der Toastig Potter hat jetzt eine Tänzerin. Das ist doch eine coole Sache. Was ist der? Der ist Spion oder was? Ja. Mein König. Spion. Schicken wir mal nach Kiew. Ich bewege mich heimlich vorwärts. Mach das. Stadt wächst. Oslo. Traumhaft. Wächst ziemlich schnell die Stadt. Und auch Stockholm ist gewachsen. Alter, in Stockholm haben wir keinen Priester. Kein Wunder, dass sie da hier Unwesen treiben, die Kerle.
Boah, da hätte man mal ein bisschen früher was machen müssen. So, Nottingham wird hier jetzt noch zum kompletten Ort sozusagen. Ist, glaube ich, die beste Zitadelle, die wir überhaupt haben. Gibt's echt so einiges. So, Dublin. Brauchen wir mal eine Kathedrale? Nö, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir lieber ein Admiralsamt. Was will man denn mehr als überall ein Amt stehen haben? So, in Rem bauen wir mal eine Armeekaserne. Gibt's auch kein Wachstum mehr, wohnen aber auch schon 31 Leute. Also 31.000. 31 werden jetzt nicht so arg viel. Bordeaux, es ist mal Zeit für ein Lagerhaus. Mailand, bauen wir eine Armeekaserne. In Metz bauen wir mal ein Wirtshaus. In Venedig bauen wir eine Armeekaserne. Und in Leon bauen wir... Ah, Milizexerzierplatz. Boah, der Kerl hat vielleicht Autorität. Ich dachte ja immer, der wäre eine ganz schöne Flasche, der König Aston. Und der ist auch als General, ist der absolut furchtbar. Aber der ist fromm, der hat Autorität. Und die Leute haben tierisch Schiss in der Hose vor dem. Wie ergibt sich denn das, grausamer Statthalter? Säufer, verzieht keine Miene, kein Unsinn, ritterlicher Vater, stattlich. Oh, immerhin gut aussehen tut er. Introvertiert, talentierter Kommandant, furchtbar vernarbt, leidenschaftlicher Kämpfer, sieben passabler Tjoster. Alter, den Kerl, den würde ich aber nicht gerne kennenlernen. Königlich verschwenderisch, Bewunderer der Schönheit, bitterböser Anführer, religiöser Tatendrang, Seitenanführer, strenger Richter, mordwillig, gut mit Steuern angehender Bürokrat, spröde, betrügerisch, fühlt sich geschätzt. Und ein ganzes Heer von Gefolge hat er dabei. Holy moly. Ach, haben wir letztes Jahr, genau, haben wir was bauen lassen. Dann wird er sich doch bestimmt über diese militaristische Aktion, die wir da gestartet haben, freuen. So, hier bauen wir einen Händlerkai. Hamburg wird ziemlich viel Geld abwerfen, wenn da erstmal alles fertig gebaut ist. Bin ich mir ziemlich sicher und ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass wir Frankfurt zur Hauptstadt machen. Hauptstadt der Seite, gerade frisch geworden. Und zur Feier bauen wir erstmal eine Wehrkaserne. Frankfurt sollte ja, nachdem der Osten relativ sicher ist, zur Wehrkaserne werden. Und das ist ja so recht effektiv gekommen. Marrakesch gibt es einen Milizexerzierplatz, das ist sehr, sehr schön. 1, 2, 3. Bauen wir die Stadtmilizen ab. In Granada ist eine Ratskammer fertig. Da bauen wir mal eine Ortswache. Und in Ragusa gibt es jetzt Bewässerung. Da bauen wir direkt eine Zitadelle hinterher. Die Stadt soll ja so ein bisschen das Herzstück werden. Unseres Angriffs. Und nächste Runde ist sie dann zumindest zur Verteidigung so gut wie uneinnehmbar von den Truppen her. Und bald können wir dann auch rüber nach Durazzo. Ungarische Metropole. Wachsen schnell die Städte, aber wie man an Wien sieht, machen sie irgendwie nichts draus. Oder dann so gammelige Riesenstädte. Ja, und mir fällt gerade auf, ne, die Folge ist schon wieder ziemlich lang. Man verliert einfach die Zeit, wenn man hier mit euch so schön spielt, liebe Freunde. Ist einfach so. Und wir sehen uns dann in der nächsten. Bis dahin, tschüss.